Hallo Leute, hier Schutzmann. Ja, Reini, die Legende, war unterwegs und allein. Er fährt die Schlachtschiffe hoch, die Briten. Wir sind, ja, mit hier, Lot hier. Na, wir sind, ja, ich weiß nicht, ob man die beiden Clausewitz wirklich damit zuzählen sollte. Es sind gute Schlachtschiffe: Conqueror, Thunderer, Izumo, Sowjet. Marco Polo, bei uns Montana, Slava, Adatara und Ivan. Klausi Klausi pro Seite, Yoshino Hindenburg, Run, Riga, Brindisi, Brindisi, Sommers, Gearing, YOLO, Schulzi und zweimal 4501. Tja, wollen wir mal sehen. Anscheinend befähigt sich Reini schön zum D-Cap. Die Kanonen sind 419 mm. Wir haben 7,2 auf der HE, 48 Brand, 48% Brandwahrscheinlichkeit, boah, das schlimm. Panzerungsdurchschlag 105 mm, Reichweite 24,5. Auf der AP, die sehr gut funktioniert bei den Briten. Viele spielen ja nur Only HE, aber Leute, wenn irgendwas breit steht, egal, die 407, die 419er. Machen richtig Aua. Habe ich 417 von gesagt? Ich entschuldigen, Leute. 13.000. Das ist. Die sind wirklich mächtig, die 419er. Wir haben 10 Kilometer, das ist Standard. Normale Reparatur. Wir haben einen krassen Super hier und wir haben nochmal einen Reichweitenflieger. Ansonsten haben wir nichts. Die Secondary könnt ihr ruhig vernachlässigen, obwohl die ja aussehen wie die Lightning-Türme. Sind die aber nicht annähernd so gut wie die Lightning. Die Flugabwehr ist okay. Reini sagte, war nicht so begeistert von der Flugabwehr, aber naja, mein Gott, ihr wisst es. Wenn CV dran ist und der will euch haben, dann ist aus die Maus. Da vorne zum D-Cap war die Brindisi. Reini hat ein bisschen gepennt oder mit Absicht erstmal in die Mitte geguckt hier. Oh, jetzt geht's los. 13,4 gehen wir auf. Weiß ich gar nicht, ist das Standard oder hat Reini das nicht geskillt? Marco Polo 1942. Naja, dann wollen wir mal gucken, ob es hier den Zwischenfall an der Marco Polo Brücke gibt. Na, ein bisschen weiter nach vorne halten, Reini. HE drin, okay. Das ist der Conqueror. Da ist die Gearing. Stone Patrol. Ja, da ist er ein bisschen zu kurz gehalten. Wird auch schon fleißig rüber geschossen. Conqueror kommst du auch schon ran. Den könntest du eigentlich schön mit AP bestrafen, wenn der da so Chili Vanilli steht und abwartet. Was kommt da dann rüber geflogen? Oh, mal gucken. Okay, jetzt zwinkelt er sich natürlich wieder ein bisschen an. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist ewig bei den Dingern hier und der Conqueror sieht auch sehr gemütlich aus. Da kommt die Marco Polo straight auf den D-Cap zu. U45 hat unsere Sch hat Schulz hier rausgetorbt. Da ist die Brindisi. Die steht so schön breit. Ich meine, gut, du hast über 100 mm Pen, ne? Ein bisschen weiter vorhalten. Nicht auf 5, auf 8. Na gut, wollen wir mal gucken. Ne, der dreht auch hart ein. Das wäre besser gewesen mit AP, aber na gut. Wollen wir mal schauen. Da kommen auch schon ein paar Mumbeln geflogen. Leider nichts getroffen. Wir sind auch wieder zu. Kommt also nichts durch die Mitte. Es sind ja nur zwei DDs und ein U-Boot, also kann man hier aggressiver fahren. Ich bin heute mit Reini ein bisschen gefahren. Also wir hatten sehr, sehr viele DDs. Wenig CVs, aber sehr viele DDs. Teilweise vier DDs und zwei U-Boote dementsprechend. Konga abfrühstücken oder abfackeln. Das bringt zwar nicht viel EP, aber viel Damage, ne? Oh, der bremst hart ab. Oh, hinten ist ein DD durch. Pusht in drei Schiffe von uns. Ist das die YOLO? Ja.
die Rune ist draußen. Kriegt er die Brindisi. Eieiei. Na. Das Einmalschiff. Der Kongra fährt rückwärts. Der bremst wieder nach vorne an. Das ist die Gearing. Storm Patron. Kongra gibt wieder Gas, so wie es aussieht. Da ist die Riga. Ah, nee, doch nicht. Nochmal knapp für 7-2. Gehst du wieder zu? Ja. Marco Polo steht da sehr dicht. Aber wollte ich sagen, du solltest da auch weg, nicht dass du den einen da von rechts reinkriegst. Ja, reingekommen. Achso, er da ganz hinten. Leider ist die. Kommen wir da rüber. Oh, nice. So dicht an der Insel. Das ist krass. Oh, die Riga kommt dichter. Ah ne, wir können nicht auf H drücken. Ich würde es nie lernen. Oh, nochmal ein Brettchen. Tickt er auch. Ja. Die meisten Conqueror-Spieler oder so lassen ja Brände durchticken, weil die alles, fast alles wieder reparieren kann. Oh, der tickt auch noch fleißig. Oh, guck mal, eine Sowjet. Oh mein Gott, der Captain, Quatsch, der Knipse-Sniper hat unser U-Boot rausgenommen. Mal gucken, Riga. Will die rum? Oh, sehr schön, endlich lädst du um, Reini. Das ist gut. Finde ich auch gut, dass du vorne bist, aber auch nicht so kopflos reinfährst. Aber nun gut, Reini braucht man das eigentlich nicht mehr erzählen. Natürlich macht jeder mal Fehler, aber... natürlich macht jeder mal Fehler und... kann was passieren. Oh, 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 oh. Izumo sieht noch unentschlossen aus. Vielleicht ein Ticken tiefer. Und ist auf dem Flieger. Riga fährt auch wieder rückwärts. Jetzt solltest du aber auch wieder nach vorne fahren, weil Izumo, du bist auf. Izumo kann sicherlich auch hier rüber schießen. Ach, guck mal, wer da ankommt. Ne, nichts getroffen. Das ist natürlich ärgerlich. Marco kommt. Und seine Schwester. Roswitha ist auch hier. Ah. Gut. Oh, nochmal ein Brändchen. Sehr schön. Und Torpedo hat er auch abgekriegt. Ja, schon ist der Motivationsschub von dem Italiener weg. Mal gucken. Marco Polo hat viel Secondary, aber auch viel Quatsch dabei. Die 90 mm machen ja wenn nur Brände. Und das lohnt sich ja schon fast gar nicht. Ja, aber guck mal, der nächste Kandidat kommt doch auch. Ja, das war's schon. Die Serviette haut ab, so wie es aussieht hier. Ne? Eigentlich müssten die Torpedos auch aufgewesen sein von der... Es sieht so aus, als ob der DD da drin ist, Reini. Du musst aufpassen. Ich meine, es ist auch schön, dass unser DD hinter dir ist. Ich finde das jetzt nicht so gut, dass die Atatara da reinfährt, aber... Ach, abgeprallt, natürlich, ja. So eine nasse Serviette ist halt sehr schlecht. Da kommen sie nämlich schon. Ja, wer hätte das gedacht? Und. Na, ich dachte, jetzt ist sie draußen. Reini nimmt HE. Der Gegner hat 3 Caps. Ich weiß nicht, was hier unser Sommers macht. Der Conqueror. Hat die Atatara rausgenommen. Ja. Aber lass uns mal überraschen, was der DD vorhat. Ne? Reini ist hier ganz vorne an der Front, schon fast alleine. Hinter Reini ist noch eine Iwami.
27 Sekunden Ladezeit haben wir mittlerweile. Oh, unser Secondary liegt los. Immer mal ein bisschen vor und zurück, das ist sehr schön. Die Panzerung ist von alleine nicht so gut, aber braucht die auch nicht immer, wegen dem Super Heal. Mal gucken. Summers kommt jetzt von der Seite. Auf der Entfernung gehen halt nicht, auch nicht viele Kugeln. Oh, Doppelbrand. Hat er gleich gelöscht. Oh. Na gut, ich weiß gar nicht. Na gut, der kann ja... Kann man das hier eigentlich jetzt auch sehen? Ja, aber man sieht nicht, wie viele Ladungen wir haben. Ah, haut ab. Na gut. Gucken, ob du immer noch auf bist, wenn er weg ist. Ja. Das heißt, hier ist also irgendwie noch der DD oder so. U-Boot ist drüben. Aber A wird zurückgekappt. Sowjet ist weg, sehr schön. Da ist Brindisi. Durch alle Torpedos durch, ja. Der Gearing-Spieler wird sich ärgern. Klausi Mausi hat unsere Slava rausgenommen. Na gut. Marco Polo, wusste, wo man hinschießen muss. Oh, jetzt wird aber langsam hier. Was hast du vor? Der wird aber ganz langsam. Was ist das denn? Hält er da einfach vor? Oh, ja. Also, dann bremst er einfach runter vor. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Ey. Rein hier links von dir ist die Gearing. Pass bitte auf. Gut, ja, die Brindisi hat auch 100 Pro Torpedos in Richtung Reini geworfen. Wollen wir mal gucken. Hinter uns ist die Yoshino. Die hat ja Hydro. Vielleicht macht die ja den... die Gearing auf. Du bist ja zu, Reini, also kannst du vielleicht jetzt schon mal cappen. Ja, mal gucken. Manche DD-Spieler sind ja so verrückt und bleiben einfach im Nebel. So nach dem Motto, das wird schon gut gehen. Aber mal gucken, unsere Sommers cappt jetzt C. Da ist der gegnerische Konkurrent. Links von dir, ja. Tatsächlich ist er einfach im Nebel geblieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich liebe das Wochenende. Das macht Spaß. Ach, der arme Stone Patron. Ja, hat er sich irgendwie woanders vorgestellt. Ja, aber wir holen Cap für Cap wieder zurück. Und somit gewinnen wir das. Ne? Die Gegner sind zwar jetzt noch im Punktevorteil, aber der schmilzt. Oh ja, du drehst schön in die Sommers Torpedos rein. Aber es sind noch zwei Schlachtschiffe, ein Kreuzer und ein U-Boot. Ah, trifft da einer? Die Sommers Torpedos sind ja relativ langsam. Die sind zwar sehr kräftig. Die sind sogar sehr kräftig, Sommers Torpedos. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Aber ich glaube, die sind sogar härter als die Gearing-Torpedos. Ne? Steht leider nicht. Ja. Ich weiß es nicht, wie gesagt, auf dem Kopf. Ihr könnt ja mal runterschreiben, wenn ihr das wisst. Aber ich glaube, die Sommers-Torpedos sind härter als, oder machen mehr Damage als die Gearing-Torpedos. Oder sind es genau dieselben? Ja. Also, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja, jetzt geht's hier langsam ans Resteputzen. Putzen. 77.000 ist aber noch nicht viel rein. Ein bisschen was muss noch kommen. Gut, du hast ja noch einen Conqueror. Oh, unsere Klausi Mausi da hinten ist auch wirklich sehr alleine. Ich weiß auch gar nicht, was der da hinten an der Insel vorhat.
eilt erstmal hoch. Der könnte ja mal einen Flieger starten, wenn er ihn ready hat. Ach, Klausi Mausi hat getorbt. Clausewitz hat die Clausewitz rausgenommen. Na, schönen Dank auch. Ach so, die Gegner Clausewitz ist einfach vorbeigefahren. Noch können die das gewinnen, ne? Noch können die das gewinnen. Wenn Reini jetzt den Conqueror rauskriegt, ist aber vorbei. Musst aber auf jeden Fall ran da. Oh, wir sind auf. Ist das U-Boot? Nee, komm mal. Oh, du Bingelsieger. Ach, gleich Triple Brand, jawohl. Oh, und nur einfach, ne? Ja. Bin mal gespannt. Oh, das ist aber ziemlich wild, dass du nicht so hart einlenkst, aber. Oh, er hat AP drin, okay. Du machst jetzt auch AP. Ja, oder? Was der ein Secondary Hit und wieder Feuer. Na gut. Na, fast 9. Ein bisschen tiefer rein. Oh, 20k. Tiefer, tiefer. Jetzt zeigst du aber ziemlich breit. Das ist aber irgendwie. Aber gut, der andere ist auch stur. Tiefer. Huhuhu. 1314. Oh, du wirst auch gleich beschimpft, ne? Robert X. Achso, du bist schon draußen. Na ja, gut, okay, Robert. Da so ganz unrecht hat Robert ja nicht. Vielleicht hätte man das ja anders kommunizieren können, aber nun gut. Ist es gut gegangen. Aber das kann beim Conqueror auch ganz schnell das Ende bedeuten, wenn der AP drin hat. Ne? Die Briten-AP ist, wie gesagt, nicht ohne. Ja, die Runde ist ja gleich zu Ende. Mal gucken, ob du noch mal auf Klausi Mausi was kriegst. Oh, nee, das U-Boot ist noch drin. Jetzt sieht es aber schon wieder ganz anders aus. Aber gut, unsere Sommers müsste doch das U-Boot rauskriegen. Direkten Weg zum Camp. Ja, sehr schön. Aber eine Minute noch, selbst wenn du jetzt noch rausgehst, sollte das noch klappen. Naja, wie gesagt, Leute, hört auf, Breitseite zu fahren. Reini weiß das eigentlich auch. Keine Ahnung, was hier los war. Damit gewinnt ihr nichts, ne? Oder wenn ihr nochmal voll aufmacht, um euren hinteren Turm zu benutzen, obwohl das Schiff noch dreiviertel voll ist, das bringt alles nicht, ne? Denn fahrt lieber defensiv und macht ein bisschen ruhiger. Umso länger ihr lebt, umso mehr Damage macht ihr. Da ist das U-Boot. Wo nimmt das U-Boot jetzt noch den DD raus?
So einfach blind auf ein U-Boot zuzufahren, ist sehr gefährlich. Aber 13 Sekunden noch. Vielleicht hättest du nochmal deinen Flieger starten können, Reini, dann hättest du nochmal Klausi Mausi gesehen. Gewonnen ist gewonnen. Aber der Clausewitz-Spieler, oh, jetzt sind wir auf, okay, zu spät. Der hat auch gar nicht geschossen, oder? Habt ihr irgendwas gesehen dort hinten? 2000 Base XP. Mal gucken, was hat er netto da gehabt? 687.000. Okay, Leute, das war mal eine kleine Laienrunde. Reini sagte, das war so eine Zitterpartie. War es ja auch zum Schluss. Ne? Wie gesagt, Leute, nicht so breit fahren oder das Schiff so weit aufmachen. Aber naja, gut. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.